So, ihr seht, ich bin wieder auf dem Fahrrad. Macht wieder Spaß, alles gut. Muss jetzt also auch nicht irgendwelche anderen Trendsportarten ausprobieren, aber vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich wollte euch mal was erzählen, und zwar heute kommt mein neuer Blogpost raus. Allein das ist ja schon ein Video wert, aber da dreht es sich um das Update, was ich meinem Safargo gegeben habe. Und das stelle ich euch jetzt einfach mal kurz vor. Hier seht ihr das neue alte Fargo. Ich fahre das jetzt seit fast 20.000 Kilometern, kann man sagen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles neu gemacht habe. Also ganz neu ist und vor allen Dingen ist die elektronische Schaltung. Ich bin von 11 auf 12-fach gewechselt, habe hier die SRAM Rival AXS E-Tap. Ob die Reihenfolge der Bezeichnung jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt. Und hinten fahre ich das GX Eagle Schaltwerk, auch von SRAM, auch elektronisch. Und ich muss sagen, das ist ganz wunderbar. Da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Das schaltet sehr präzise und direkt. Und hier hinten seht ihr schon, das ist eine 12-Fach-Kassette von SRAM mit 1052. Also 52 ist der größte, 10 ist der kleinste. Und vorne fahre ich ein ovales Kettenblatt mit 32 Zähnen. Da kommen wir auch schon zur nächsten Änderung. Ich habe mich jetzt für Hope entschieden. Die Kurbel, ein neues BSA-Innenlager mit 30 mm, also ein bisschen größer als die anderen. Und das macht richtig Spaß. So, ganz besonders neu ist, und das seht ihr hier ja auch so ein bisschen, ist, ich habe jetzt Carbonfelgen, und zwar von Lilienthal, die Lilienthal XC Carbonfelge, die ist bis 130 Kilo belastbar, sagen sie. Und gebaut worden sind die beiden Laufräder bei Lightwolf in Dresden. Der hat mich auch ziemlich gut beraten, der Felix. Und deswegen sind wir am Ende da rausgekommen. Als Narben habe ich eigentlich nichts verändert. Vorne der Son 28 Nabendynamo und hinten die DT Swiss, können wir sie sehen. Da sehen wir sie, 240 EXP. Die habe ich auch am alten Laufradsatz. Die sind unkaputtbar und richtig gut. Und als Reifen bin ich jetzt auf, ja, ich glaube in Saarland gewechselt oder woanders hin, weiß ich nicht genau, jedenfalls auch Deutschland, Wolfpack. Wolfpack ist die Firma von Wolfgang Ahrens. Der hat früher bei unter anderem Schwalbe gearbeitet, hat dort die Eddix Mischung gemacht, und das ist der Wolfpack Speed. Der wurde mir vom Jochen Böhringer empfohlen, und bislang muss ich sagen, mega geil. Vor allen Dingen den Reifen auf diese Carbonfelge aufziehen, ging alles per Hand, überhaupt kein Problem, konnte ich ganz normal mit der Luftpumpe aufpumpen, und die Dinger sind dicht, also da war nichts mit Nachpumpen oder so. Vielleicht liegt es auch an meinen crazy Mach-Off-Ventilen, das habe ich mir noch geholt. So, was ist noch neu? Und dann seht ihr das schon, ich bin jetzt nicht mehr mechanisch bremsend, sondern ich bin jetzt hydraulisch bremsend, und zwar richtig ordentlich. Seht ihr hier Hope RX 4 Plus, das sind 4 Kolbenbremsen, nicht 2 Kolben wie normal, und die habe ich mir geholt, habe, entschuldigt das Flugzeug, muss ja hier auch durch, und habe einfach von der SRAM Rival, die kommt ja schon mit Bremsen, habe ich einfach den Bremskörper abgeknipst und die Bremsen hier dran gebaut. Vorne und hinten, hier seht ihr nochmal RX4 Plus, und das Ganze läuft auch auf Hope-Bremsscheiben, und da muss ich sagen, sind die besten Bremsscheiben, die ich bislang hatte. Die sind echt gut. Die Bremsen habe ich natürlich entlüftet dann, und seitdem ballern die richtig gut rein. Also ich bin sehr, sehr, sehr angetan. So, ansonsten findet ihr noch weitere Details zum Fahrrad, dann tatsächlich im Blogpost, zum Beispiel Lenker nochmal, Sattel, Sattelstütze, mein Licht, ne? K-Light vorne, hinten, und was es eigentlich mit dieser neuen Ortlieb-Tasche so auf sich hat. So, jetzt ist er auch scharf, sehe ich gerade. So, also habt ihr hier nochmal den Blick aufs Ganze, und schaut doch gerne rein in den Blogpost für alle weiteren Details und Begründungen vor allen Dingen. Danke!